da werden wir wieder zurück. Ich habe den Schatz gefunden. Wow, 500 Gold. Wow, 500 Gold. Wow, so viel hat er hinterlegt. Wow. Warum? Du meine Güte. Ist das von meinem Mann? Ihr sagt, er sparte das an, indem er Touristen im Boot mitnahm? Ja, ich erinnere mich, dass er Leute an Bord nahm. Aus der Ferne sahen sie wie Räuber aus. Ist das nicht albern? Ich weiß, ich habe ihm viel bedeutet. Er war ein guter, ehrlicher Mann. Recht herzlichen Dank. Ich bete, dass er eines Tages sicher wiederkehrt, nachdem ich einkaufen war. Typisch. Das Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Danke zu benutzen. Okay, wir können jetzt Danke sagen. Na los schon. Gut. Hier drüben. Hier drüben. Ich weiß, hier drüben. Wo bist du? Hier drüben. Wo bist du denn? Hier drüben. Was machst du denn? Hier drüben. Oh, cool. Eine Truhe. Eine Truhe, 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 Truhe. Eine Truhe, was kriegt man raus? Wiederbelebungsviole. Ja, das ist was Praktisches. Seid ihr den Geist schon losgeworden? Nein. Gleich. Sofort. Ihr seid ein ehrlicher Seebär, jawohl. Vielleicht kann ich nun endlich meinen Tod genießen. Ja. Doch vorher halte ich noch meinen Teil der Abmachung. Ha! Der Rest der Beute liegt unter der Axt einer Statue auf dem hiesigen Friedhof. Falls er noch da ist, bedient euch. Und jetzt nochmals, danke. Leb wohl. Ja, lebe wohl. So, schauen wir uns ein bisschen hier um. Ah, eine Truhe. Oh! Eine Armbrust kostenlos? Gut. Aber ich hätte langsam ein stärkeres Schwert gebrauchen. Jetzt erzählen wir den erstmal. Das ist erstmal, dass wir das den Geist entfernt haben. Das vergesst nicht wieder als. Hier. Seid ihr denn schon losgeworden? Wirklich? Großartig. Wenn ihr wollt, kommt vorbei und gebt mir und den Hühnern die Ehre. Ja, du brauchst nicht sofort so ein Echolot zu machen. Er kann mit seiner Höhle ein Echo öffnen. Oh mein Gott, herrlich. So, wir brauchen erstmal ein paar Waffen, würde ich mal sagen. Ein paar schöne Waffen für uns. Vielleicht ein Obsidianschwert. Wenn der Laden offen hätte. Hier drüben. Na, gehen wir zum Friedhof gleich mal hin. Zur Belohnung einholen. Da gehen wir zum Orkway Friedhof erstmal. Dann holen wir uns erstmal das her. Habt ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein. Ach genau, wir müssen ja noch woanders hingehen. Und 500 Gold. Zu Lady Grey müssen wir noch hingehen, genau. Also zu Hause von Grey müssen wir noch hingehen. Weil da müssen wir noch was abholen, da müssen wir noch was... Axt. Wir haben natürlich alles hier. Okay, gut, jetzt müssen wir eine Axt suchen. Nee, können wir nicht graben? Da können wir auch nicht graben, aber da.
Sorry. Ihr könnt gerne eure Kommentare schreiben, habt eine Minute Gesundheit, wenn ihr wollt. Lass uns mal gucken, was wird das mit der großen Axt ist erstmal. Der Tönen aller Gräber rausgraben hier. Wir tun Leichenschändung betreiben. Brauchen sie doch eh nicht mehr. Nee. Nee. Gesundheitstrank. Gut. Hier ist nichts. So. Hier ist die Axt. Genau, hier ist der Schatz, was er gesagt hatte. Oh, das ist natürlich interessant, die große Axt. Oh, das ist natürlich ganz interessant. Da brauchen wir uns ja noch keine neue Waffe zu suchen. Also würde ich sagen, wir tun erstmal den... Ja. So. Obsidian-Axt. Steht auf meinem Kopf. Okay. Aber gehen wir erstmal zurück nach... Ich weiß, wie gesagt, da gehen wir erstmal nach Grabhügelfelder. Gehen erstmal dorthin, erstmal zu den Grab hin. Und dann werden wir uns dann wahrscheinlich erstmal eine Rüstung jetzt erstmal besorgen, damit wir mehr was hab. Und mir scheint gerade die Sonne übelst hinein. Ja. Zu Hause Lady Grey. Aber Lady Grey heiraten, wir werden sie definitiv umbringen. Sorry, wenn ich das sage, aber ehrlich, Lady Grey kann ich nicht leiden. Ich weiß nicht, warum viele Lady Grey unbedingt haben wollen als Frau. Ja, ich verstehe es selber auch nicht. Wie viel 2000 kostet das Rüstungsset hier wahrlich? So, und da hinten war es ja schon. Genau, hier war es ja. Das ist ein Grab, was wir freigeschaufelt haben. Was? Das war's? Oh, wir können runden. Okay, wir können nach unten. Was da unten lauert? Pergament. Warum? Warum ist hier Pergament? Warum ist hier jetzt ausgedörrter Mann? Gibt es nichts aus. Na klar, kann ich angeln.
Er kann hier angeln. Okay, hier kann man, dass man hier angeln kann, das ist merkwürdig. So, komm. Oh. Das ist schwer, muss ich sagen. Das ist schwer, jetzt raus, das Ding rauszuholen. Irgendwas Interessantes muss es sein. Was schweres, seltenes muss sein. Oh, verdammt! Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich will das haben, was da unten ist. Eine verbesserte Angel vielleicht mal? Eine Stahlangel oder eine Superangel oder eine Profiangel für Pokémon? Genau! Gibt es vielleicht mal sowas? Ich hab was gefangen. Was haben wir raus? Ein Mondfisch. Tatsächlich. Der Typ ist verhungert hier. Obwohl man hier angeln kann. Vielleicht hat er keine Angel dabei gehabt. Aber, ja. Gut. Man muss es nicht verstehen, oder? Man muss es gar nicht verstehen. Wir gehen erstmal zurück nach zu Helden geht er uns aus dem Upgraden, würde ich mal sagen. Zu Helden geht er, dann machen wir Orkway die Hauptquest weiter, würde ich mal sagen. Dann machen wir das die Hauptquest mal weiter. Wenn es natürlich Abend ist, dann machen wir natürlich den Fight Club noch weiter. Ja, da scheint die Sonne bei mir rein. Naja, jeder muss mit irgendwas leben. So, wie viel haben wir? Gut. 1100 haben wir. Zielgenauigkeit. Und Feuerball! Körperlicher Schild könnte man natürlich auch gebrauchen. Tumokle wurde nicht. So, jetzt zurück nach Orkway gehen. Aber wir haben Questbasis noch offen. Büchersammlung mache ich dann persönlich. Meisten Informationen, Hühnertritt über Pilz, Goms Kapelle machen wir nicht. Also, ja. So, jetzt teleportieren wir uns nach Orkway zurück. Und Teleport. Also, wie gesagt, allgemein, ich freue mich total drauf, wie gesagt, euch mal die komplette Reihe mal vorzustellen, allgemein, was da alles gibt. Ich werde wahrscheinlich von Fable erstmal die normale Story durchspielen und dann mal schauen, ob ich dann vielleicht die Fable 2 Special Edition vielleicht ranbekomme. Womit ich dann das holen könnte. Und die Läden haben zu.
Hier drüben. Ich weiß, hier drüben. Wo bist... Wo bist du? Wo bist du denn? Hier drüben. Bist du sicher? Das ist wirklich da drüben? Genau. Ja, habt ihr gehört, das ist hier drüben. Ja, bist du so scherzig geworden? Das ist ein Scherzbüttel. Really? Wir können in eigenem Bett nicht schlafen. Really? Wirklich? Hier drüben. Ja, ich weiß, hier drüben. Ich weiß. Aber Moment mal. Ich sehe gerade noch was. Das machen wir noch. Hier drüben. Wir machen noch den Kampfclub, machen wir noch fertig. Ich muss mich beeilen. Zu spät. Versucht pünktlich zu kommen. Nein! Ich bringe euch alle um mit einer Axt. Hier drüben. Ja, ich weiß, hier drüben. 4158, gut. Ihr kennt dieses Bett nicht, kann man das mit nichts benutzen? Hier drüben, wenn es recht ist. Wir müssen in einem fremden Bett schlafen. Hier drüben. Hier drüben. Ja, ich weiß, hier drüben. Also da wir sitzen da. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Okay. Zeig mir das Angebot. Waffenmäßig nämlich. Ich könnte bestimmt eine neue Waffe gebrauchen. Das macht doch weniger Schaden, aber... Obsidian-Schwert. Den Kolben. Wie ist das? 2000. Kaufen wir uns. So, dann kaufen wir es mal hier. Wir verkaufen was erstmal hier. Ist was Brosche, okay. Der alte Mace sucht nach euch. Ich weiß. Er ist in der Auwelt-Taverne. Das sagt er nicht umsonst immer hier drüben. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. So, So. Der Blinks für Joden, wie viel kriegt man dafür? 500. Mondfisch. Gut, hier. Die Axt holen wir uns gleich mal. Das Obsidian-Katana rüste ich lieber aus. Weil ich mag lieber schnell zuschlagen. Verstärken Flammen. Genau. Ja, passt. Gut. Ah, gut, okay. Bis zum nächsten Mal. Reden wir mit denen nochmal.